Hallo, herzlich willkommen zu deinen 70 Wertvollsekunden. Wenn du auf der Suche nach frischem Wasser wärst, wo würdest du dann hingehen? Eher an die Quelle eines Flusses oder an seine Mündung? Also ich bin mir ja ziemlich sicher, dass jeder von uns seine Trinkflasche lieber an der Elbquelle in Tschechien auffüllen würde, als im Hamburger Hafenbecken. In Hamburg gibt es zwar mehr Wasser, aber das ist auch schon ziemlich dreckig geworden auf seinem Weg dorthin. Ich habe in meinem Leben oft Durst nach irgendwas, was mich so richtig glücklich macht. Nach Liebe und Abenteuer und dem Gefühl, einfach angekommen zu sein. Kennst du das? Eigentlich komisch, dass ich meistens anfange, da zu suchen, wo Menschen mir anpreisen, dass ich was Gutes finden könnte. Und das, obwohl ich eigentlich weiß, dass das Wasser an der Quelle am frischsten ist. Für mich ist Gott die Quelle des Lebens und ich habe bei ihm auch schon oft genau den richtigen erfrischenden Schluck bekommen, um wieder fit zu sein. Wo suchst du nach Erfrischung für dein Leben? Also ich kann dir nur empfehlen, dich auf die Suche nach der Quelle zu machen. Viel Freude dabei! Und wenn du Lust hast, nächste Woche wieder die 70 Wertvollsekunden zu hören, dann abonniere einfach unseren Kanal, aktiviere die Glocke und du bekommst am Montag wieder mehr. Außerdem gibt es auf unserem Kanal auch jeden Sonntag einen Gottesdienst und den Faktencheck, den Matthias für euch vorbereitet. Wir sehen uns!